herzlich willkommen in Siedemann im Chipik Villa. Kommt rein! Ich darf euch unser wunderschönes Zimmer vorstellen mit Himmelbettchen. Happy Honeymoon. Hier können wir arbeiten mit frischem Kaffee und diesem Wahnsinnsausblick auf den Pool und Reisterrassen und Berge. Und wenn wir duschen wollen, haben wir ein riesengroßes Badezimmer. Wir sind jetzt bei der Ayu, unserer Reise-Omi quasi, haben die letzten 4 Tage schon immer hier gegessen, richtig lecker. Die kocht hier alles frisch, alles oder viele Sachen einfach aus dem Garten. Und wir wollten uns heute keinen Roller mieten, sondern eigentlich hier herlaufen. Und dann hat einer von der Rezeption gesagt, hey, kein Problem, so wenn ihr nochmal in die Stadt müsst, so er kann seinen Roller einfach leihen. Und auf dem Weg sind wir fast noch auf eine Schlange drauf. Und ich muss mal zu Hause nachschauen, was das für eine war. Aber bestimmt nichts Tolles. Und jetzt hat sie uns hier noch so ein Geschenkkörbchen gemacht. Das hat sie alles selber gemacht mit Süßspeisen. Heute war der Start von einem ganz wichtigen balinesischen Fest. Und da bringen sie halt ganz viele Opfergaben in die Tempel und was halt überbleibt, nehmen sie wieder mit. Und da hat man jetzt was von gekriegt. Richtig süß. Ich habe am ersten Wochenjahr sie gemacht. Hallo ihr. Siedemann neigt sich dem Ende entgegen. Heute ist die letzte Nacht hier. Wir waren jetzt gerade nochmal in der Stadt, haben bei unserer Holiday-Oma, Ayu, haben wir lecker zu Abend nochmal gegessen, last but not least. Morgen werden wir von einem Fahrer von ihr abgeholt und dann geht es weiter nach Den Passar. Und wir haben jetzt schon mal den Checkout gemacht, weil wir nicht sicher sind, ob das klappt mit unseren Kreditkarten, weil aktuell haben wir nur noch Sally und ihre, weil meine 2 sind zurzeit gesperrt. Naja. Aber wir hatten gerade den lustigsten Checkout überhaupt. Er hat erzählt, ja, dass er echt alles erlebt hier, von lustigen Gästen zu nicht so tollen Gästen. Und er hat gesagt, die schlimmste Geschichte ist, wenn Gäste mitten in der Nacht anrufen, weil sie einen Gecko im Zimmer haben. Und dann hat er gesagt, besser sag mir, ich renne in die Stadt rein und wieder zurück, als dass ich in der Nacht so einen Gecko fassen muss. Ja, ich renne lieber nach Siedemann, so, das ist eine halbe Stunde Fußweg von hier. Ich renne lieber nach Siedemann und zurück, als nachts um 2 so ein Gecko dann zu fangen. Oder auch wenn Frösche, hier sind Frösche, die dann halt auch ab und zu quaken und immer wieder haben sie Gäste, die nicht wissen, was das ist. Und dann kriegt er einen Anruf und dann sagen sie, ja, das ist ein riesiges Tier draußen, das macht wahnsinnig laute Geräusche. Und dann sagt er halt, ja, es ist ein Frosch. Nein, das ist ein ganz riesiges Tier, sagen die Gäste dann da. Und dann muss er hingehen, den Leuten mit der Taschenlampe den Frosch zeigen, um die zu beruhigen. Also der hat hier die lustigste Story. Ja, aber er ist ein richtig sympathischer Typ. Und das Beste ist ja, wir sind jetzt die 5. Nacht hier und seit 5 Nächten oder seit 4 Nächten denken wir immer, wir haben irgendein Tier im Dach. Und, einen Vogel haben wir gedacht. Ein Vogel, wir haben gedacht, wir haben einen Vogel. Das war so, also wirklich so, ganz komisch. Und die haben wirklich gedacht, da ist ein Vogel im Dach. Und heute hat uns jemand halt so einen riesen Gecko gezeigt. Der Mann von Ayu hat uns einen riesen Gecko gezeigt und hat gesagt, ja, das ist das Tier, das und wir so, ah, das ist ein riesen Gecko, weil dass wir so einen riesen Gecko im Zimmer haben, wussten wir aber halt nicht, dass das dieses Geräusch macht. Genau. Haben wir heute auch noch gelernt. Was dazu gelernt, ja. Jetzt gehen wir auf jeden Fall schlauer ins Bett, packen noch die Sachen und morgen früh um 10 geht es dann weiter zum nächsten Spot. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss. Ja, nächste Destination. Ein lachendes und ein weinendes Auge. Sehr schön war es hier. Aber wir freuen uns jetzt auch. Oh, geht gerade ein Hunde rein. Was ist hier?
Wir freuen uns jetzt auf. Dann pass aufs nächste Hotel. Schon unser Taxi. Bye bye. Thank you for everything. It was amazing. Thank you. Thank you. Did you everything I think left?